Hallo und herzlich willkommen auf VX Beziehung. Die Assis hier, die drehen mir den Rücken zu, weil die irgendwie nicht peinlich angefangen habe aufzunehmen. Aber ey, schön, dass ihr auch zurück seid. Wenn es wieder heißt, lassen wir zu viert diese Wüsten hier abkacheln, war natürlich nur ein Spaß. Ich habe die vorher aufgefordert, sich umzudrehen und jetzt guckt mich der Krabi hier schon böse an, weil ich... Ich muss meinen eigenen Gammeljob kaputt machen. Weil ich ihn ganz schön verarscht habe. Hallo Jungs, schön, dass ihr auch mit dabei seid. Krabbe. Ja. Ich liebe dich. Danke. So, also ich sehe hier links unten, dass wir noch irgendwelche Zigarrenkisten machen müssen. Ich meine natürlich rechts mittig, nicht links unten. Da bin ich schon wieder, wie auch immer. Wollen wir einfach starten oder was haben wir vor? Ja. Könntest du auch lassen. Okay. Wollen wir erstmal noch die drei Quests abgeben, die wir haben? Ja, bitte. Boah, geh doch einfach vor und zeig mir, wie das geht. Weiß ich nicht. Also ich glaube, die haben wir ja beim Whiteboard, wie Krau gerne sagt, angenommen. Und ich weiß nicht, ob die nächsten Quests, die wir machen, hier nicht eh in der Nähe sind. Also. Ja, das stimmt auch wieder. Wir haben noch Leaving Firestone und... Nee, das nicht. Timing Dead Sabotage. Dann ach, die mal an. Genau, wer kennt sie nicht? Krabber, bist du bereit? Ja. Wo fahre ich jetzt hin? Wir kennen schon das Spiel, wir fahren jetzt einfach vor. Ja, richtig. We are going too slow. Wir werden angeschossen. Oh, super. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, das wird dann Spaß. Ich fahre einfach dem dicken hinterher. Aua. Wenn wir diese Assis, die uns abschießen. Ja, aber ich schieße nicht direkt auf euch. Du Assi, jetzt habe ich wirklich einen Unfall gebaut. Schlampe. War hier, ne? Da, wieder zu slicken. Oh, nein, hör auf, mach das nicht. Ja, dann haben wir nur noch die Leaving Firestone. So, alles richtig gemacht. Ja, Leaving Firestone. Nein, nützt ja nichts, ne? Aber, ja. Pebble. So Leute, wir sind wieder zurück. Das passiert, wenn halt ein Spiel Kacke abbricht. Und man dann natürlich so spawnt, dass die Gegner einen direkt sehen. Ich würde sagen, let's get into trouble. Yes. Ich habe halt immer mal wieder überlegt, wenn ich so bei mir in die Schüssel scheiße, sieht das besser aus als das Logo von St. Pauli. Du, das kann man auf jeden Fall so sehen, das stimmt. Ich kaufe mir dieses Upgrade-Speicherdeck für Shotguns. Ist okay, lass dir Zeit. Ach, seid ihr da schon? Was seid ihr denn? Ich hab doch gerade schon gesagt, wenn man so spawnt, dass die Leute einen angreifen, das war das Erste. Ich bin die ganze Zeit am Automaten, was weiß ich denn? Kannst du auch einfach mal zuhören, wenn ich sage, man spawnt so, dass die Leute einen angreifen. Ja, aber dann machst du ja ein eigenes Problem. Ich höre dir immer genauso gut zu, wie du mir. Ja, zum Glück rede ich gerade mit dir. So. Ich werde wiederbelebt. Alle, hopp. Yes. Oh, fuck. Und tot. Geht. Geht fort. Was ist denn das für eine Waffe? Ja, okay. Da kann ich nichts von abnehmen. Ja, brauchen wir gar nicht angucken, weil das ist sowieso nie zu. Ja, gut, Level 5 und Level 13. Ja, das eine ist eine Shotgun, das andere ist ein Sniper. Hm. Maxi, benutzt du eigentlich die Macht, die Shotgun von diesem einen Endboss? Ja, natürlich. Ah, okay. Ah, oh, ich wurde angeschossen. Ah, er wurde angeschossen. Ich mach mal. Ach, der steht da oben drauf, dieser Spasti. Kritisch und tot. Nicht nur der ist gleich tot.
Okay. Waffentruhe. Waffentruhe. Ein Level 13 Terrible Matador. Das ist eine Schrotflinte. Und ein SMG. Du bist eine Schrotflinte. Danke, Mann. Ist aber beides nichts für mich. Kann ja auch nichts mit anfangen. Oder? Warte mal kurz. Wie viel Schaden hat meine hier? Psycho. Ja, meine ist deutlich besser. Na gut. Nee, brauche ich beides nicht. Du dreckige Missgeburt da unten. Ich werde dich jetzt schön eine Runde teabaggen, du kleines Stück Scheiße, ey. Ja, nimm mal ein Ei an den Mund, du kleines X-Kind, hier, Ja. Ich fühle sich dreckige Eier an, ey. Stirb, du Fotz. Ich will mal anmerken, dass ich das gut gelöst habe. Danke, Mann. Achso. Neue Stärke. Du Waffenkiste. Oh, shit. Hier draußen liegt noch Munition. Was liegt denn da? Hier im Dings ist ein Schild. Kannst du ruhig haben. Nö, ich hab besseres. Oh, dann Scharfschützengewehr. Oh, das ist ja zum Glück scheiße. Das ist ja ganz schön schwach. Ja. Ups, daneben. Ich mal einen Daumen und das Geschütz mit dem. Boah, Alter, dieser knallharte Räuber hat's aber auch drauf. Boxt der dich gerade oder was? Ich sehe gerade nichts mehr wegen diesen behinderten Flammen, ey. Boah, das war keine gute Idee. Hallo. Warum nicht direkt? Ich kann auch Schrotflinte gut. Was mache ich hier überhaupt? Oh nein, Leute. Ja. Ich habe vergessen, die Aufnahme wieder zu starten. Du weißt, dass ich aufnehme. Nimmst ja auch gar nicht auf. Das wisst ihr gar nicht. Okay, Mann. Alles cool. Ich weiß das gar nicht. Bam, Alter. Hast du das gesehen? Schön. Errungenschaft. Ding-Experte. Was auch immer das ist. Ding-Experte. Ja. Du weißt es, mit einem Ding umzugehen. Ja, das, ich glaube, das ist ein Outing. Schwuler, ja, das ist ein ziemlich schwuler Erfolg. So, aber ich habe wieder gerade ein Level dazu. Ich auch. Oh, hello. Die feinen Herren. Komm, ich mache jetzt einfach das hier fertig. Jetzt kann ich sogar schon Blutsport machen. Ein Feind im Berserker-Modus töten gewährt eine Gesundheitsregeneration. Nahkampfangriffe können im Berserker-Modus Geld-Pickups und verringert die Abhängigkeit des Berserkers und. So. Ab dem nächsten Level kann ich in meine Ulti rein skillen. Sehr ja, das kann ich jetzt auch. Ja. So, dass ihr jetzt nicht so viel verpasst, wenn hier einer wieder rüber rusht. Hier unten an dem Brückenpfeiler müssen wir Dynamit platzieren. Ach ja, ich habe auch schon eins platziert. Und zwar da. Siehst du. Nee, wo ist denn das? Hier wahrscheinlich. Ach, leck mich. Pipeline zerstören, das ist eine Pipeline. Tatsache. So, drück auf den Auslöser, Lars. Kann ich das? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo der Auslöser steht. Weißt du, da laufe ich einfach hinter Maxi hinterher, weil das Kommando klang einfach so fachnah, als ob er wüsste, was jetzt hier passiert. Und dann dreht er wieder um, rennt woanders hin. Was ist hier los, Mann? Ich hab mich in der Ecke gestellt, so um explosionsmäßig halt irgendwo hinschmeißen, weißt du? Achso, okay. Ich laufen wir einfach mal dem Lars hinterher.
Oh Lars, lauf nicht mal vor, du hast das Spiel schon gespielt. Nicht so wie ich. Ich guck gerade einfach nur auf die Karte und gucke, wo was ist. Ich mach auf schlau, okay. Komm, ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich habe jetzt noch die Treppe gesehen. Super, ich auch. Ach, geil. Ich lass mich hier nicht von euch anwichsen. Sehr schön, Basti. Bitte, Mann. Boah, was komme ich mir gerade dumm vor. Hier, Lars, komm her. Ich bin in der Konsole. Das war's? Das war ja eine lame Explosion. Ja. Ich meine, dachte das auch, da würde mehr passieren. Das Rohr ist doch noch da. Was ist denn das für eine Scheiße? Weil Game Design. Game. Ja, Game Design. Game Design. Ja, ich muss. Ja. Wow, können wir wieder gehen? Das war ja scheiße. Ja, wir können wieder gehen. Die Quest war ja scheiße. Einfach nur irgendwo runterjumpen und dann wieder zurück. Oh, Fallschaden tot. Ja, Leute, ihr müsst ja wissen, heute ist der 8.3. während der Aufnahme, also Weltfrauentag. Also Props an alle Menschen mit Behinderung. Ja. Menschen bekamen Intelligenz, Ausnahmen bekamen die Regel. Ja, schönes Zitat von Julians Blog. Ja, ich dachte, das muss ja einfach mal einfließen, weißt du? Einfließen. Ja, so wie Sperma auch manchmal irgendwo einfließt, wenn du verstehst, was ich meine. Nee, ich weiß, ich kannte keinen der Begriffe, die du gerade genannt hast. Bitte? Ich kannte keinen der Begriffe, die du gerade genannt hast. Ich war noch nicht in der 4. Klasse. Sperma meinst du zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Machst du jetzt auf obervorbildlich, weil wir vor 22 Uhr aufnehmen? Nein, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, dass ich mein Pipi-Mann zum Pipi machen habe. So. Abliefern. Toll, jetzt sind die Fahrzeuge wieder weg. Könnt kotzen. Toll, danke Lars. Zum Glück ist ja auch nicht irgendwo direkt eine Fahrzeugstation. Toll, danke Lars. So, ich würde mal sagen, wir geben jetzt Quests ab in Firestone und dann machen wir Leaving Firestone. Das halte ich für eine gute Idee. Los, Lars. Ich halte was für eine gute Idee. Achso, das hat er gerade gesagt. Nee, dann mach ich. Vergiss jedes Mal, wo der scheiß Turbo-Button ist. Auf T. Danke, Kabel. Das hat Lars jetzt auch rausgefunden. Ich weiß ja, wo das auf dem Controller ist. Weißt du? Ah ja, stimmt, du spielst immer mit Gamepad. Ey, ich bin Lars, ich spiel Shooter mit Controllern. Für die Fahrzeugsteuerung ist das tatsächlich angenehm. Oh, Krabbe, nicht Krabbe. Lars, hast du auch wenigstens den Xbox One Elite Controller für 150 Euro, der seit Release immer noch genauso viel kostet, weil sich Microsoft denkt, ich mach mal den Nintendo-Trip und lass mal alles während der Lebensdauer genauso viel kosten wie zum Release? Ich finde den Elite Controller kacke. Ich mag den nicht vom Gefühl her und der ist viel zu schwer und viel zu kostbar. Ich würde mir auch niemals besonders... Der Preis. Ich neige dazu, solche Dinger durch die Gegend zu werfen. Da kaufe ich mir doch keinen für 150 Euro. Ja. Vor allem keinen, der so schwer ist, dass er zur Not auch noch die Wand kaputt macht. Also, ja. Also no offense, Krabbe. Hat Microsoft sogar noch so einen richtigen Nokia-Controller rausgehauen. Also no offense, Krabbe, aber du bist auch irgendwie der einzige in meinem Freundeskreis, der das macht. Ich kenne wirklich keinen sonst, der sein Gamepad durch die Gegend wirft. Also ich hab früher auch schon mal Gamepads geschrottet. Okay, ich nicht. Nee, das ist ja nicht passiert. Aber Krabbe ist halt sehr emotional beim Spiel. Wie soll man das ausdrücken? Aber ich muss auch sagen, ich habe dann meine innere Mitte gefunden. Also ich habe mir, während ich mal richtig geraged bin, in die Hose gekackt. Wieso, wie du nicht? Nee. Also ich habe mir, während ich mal richtig geraged bin, in die Hose gekackt. Ich nicht, ist mir nicht passiert, das soll ich sagen. Oh, hier ist ein Rusty Rocket Launcher drin. Ich kack mir nicht beim Spielen in die Hose. Ja, das stimmt, was soll ich sagen. Warum nicht? Ihr seid alle behindert. So, ich habe ja letztes Mal rausgefunden, dass es einfach eine Taste gibt, womit man die Waffen im Inventory vergleichen kann. Ja, das stimmt. Ja, waren das nochmal? E. E wie einfach, weil einfach, okay. E wie ergleichen. Wir haben noch keine Sponsorings auf diesem Kanal abgeschlossen, also
Das war ein fabelhaftes Beispiel also für BMW. Die Wärme. Also BMW, die Wärme melde dich. Der, das von Audi aufgekauft wurde. 2025. Ja. So könnte ihre Werbung aussehen auf unserem Kanal. Also BMW, mach mal hin, wir könnten auch 800 Millionen Euro gebrauchen. Genau, seitdem ihr von Audi aufgekauft wurdet. Ja. Ach, Basti, wusstest du übrigens, dass Google gekauft hat? Das was? Dass Apple Google gekauft hat. Achso, ja klar. Netflix, Microsoft. Ja. Und die Kattner-Tankstelle, die einfach einem Einzelhandelskaufmann gehört, hat übrigens da McDonald's aufgekauft. Geil, Mann. Für drei Euro. Aber wir sind Spastis, die uns angreifen, weil behindert. Behindert, los, ich mach jetzt auf Cowboy mit meinem Revolver, der nur 2 Schuss hat. Wer sich auch immer das einfallen lassen hat, da war ein Genie. Ein Revolver mit 2 Schuss? Ja. Weil das ja nicht so ist, dass so eine Trommel eigentlich 6 Schuss erfassen könnte. Kann es sein, dass wenn man seine Profession mit der Waffe verbessert, dass man dann auch so ein Upgrade kaufen kann? Nee, so ein Upgrade beim... Das weiß ich gar nicht, ob das damit zusammenhängt. Ich konnte jetzt, glaube ich, für die Waffen, die ich benutze, ein Upgrade kaufen. Also ein Ammo-Kapazitäts-Upgrade. Ey, Lars! Ja? Psst! Ey, Lars! Ja, Maxi? Ich glaube, der Krabbe hat das Spiel einfach gehackt. Das glaube ich aber auch. Ja, voll ein Arschloch. Ja, echt, Mann. Ja, das könnte damit zusammenhängen, Krabbe. Okay. Ich meine, mir kam es gerade so vor, als wäre hier ein Windzug durch die Gegend. Komisch, ne? Ja. Muss schlechtes Game Design sein. Immer wieder, ja. Der war doch extra hier Sturmfeuersage in Paderborn und so. Ja. Der ist von Hamburg hier rübergezogen. Mal 9, mal 7, 23 mal 7 oder 22 mal 9, was ist größer? Wer von euch kann gut Kopf rechnen? Ich hab einen Nesty-Repeater. Fett, Mann. Rechner. Sorry, Basti, was war nochmal die... Nee, alles cool, ich rechne es gerade selber aus. Oh, 23 mal 7. Ich wollte gerade meine krassen Kopfrechen-Skills... sind 161. Und das hier sind 22 mal 9. Warte, 23 mal 7 oder 23 mal 9? Willst du mich verarschen? Nein, ja, das okay. 22 mal 9. Achso. 22 mal 9. 198! Ich bin ein Mathe-Genie. Ja, dann ist das hier immer noch besser. Ja gut, das andere ist auch Level 10. Nur weil das lila ist, hatte ich vielleicht gedacht, das ist vielleicht nochmal besser, aber nee, ist nicht so. Los, Kabel, steig schnell bei mir ein. Jetzt haut ihr mit den Autos ab, ohne mich, oder was? Und ohne mich? Warte. Nein! Ah, jetzt könnt ihr gucken, wo ihr bleibt. Ja, ihr aber auch. Juhu, oh, da ist ein Gegner. Scheiße, ich kann auch den Turbo nicht zünden, wenn ich hier festhänge. Nein! Scheiße, der Plan hat eine Lücke, Krabbe. Schnell aussteigen. Mut zur Lücke. Verdammt, ich hab nicht... Schnell, Krabbe, da wo er die Karre spawnt. Man kann sie übrigens nicht. Komm mit, Krabbe! Schnell, gib Gummi! Ramm sie! Och, Krellas! Ich hab dich nicht rammen lassen! Egal. Drück mal T. Ihr geht grad schlecht. Ah, ich bin in der Konsole! Los, gib Gummi. Snapchat gesprochen. Ernest gefunden. Wer ist zum Teufel ist Ernest? Ernest, du Spast. In das Headland da reisen. Achso, wir können Firestone endlich verlassen. Yes. Super, ich finde das Spiel sowieso scheiße. Ich auch. Wir spielen das ja auch. Ich bin schon wieder in der Konsole. Ja. Wegen dem Spiel von 2009. Wir wollen eigentlich. Weil es noch so relevant ist. Wir wollten den Leuten eigentlich nur klar machen, dass wir geldgeil sind und immer wieder das Spiel neu starten, damit die ganzen Boxen respawnen und wieder Kohle einsammeln können. Ich muss euch ja noch den Knaller erzählen, wenn das nicht sowieso jeder schon weiß.
letztens im Discord schreibt mich der Noppi an, quatsche ich ein bisschen mit ihm und dann fragt er mich doch allen Ernstes, ob wir nicht mal zusammen, also er und ich, Borderlands aufnehmen wollen. Und Junge, das ist gerade ein Gemeinschaftsprojekt auf dem Kanal 4X-Beziehung. Ich habe sicher Besseres zu tun, als das jetzt mit dir aufzunehmen. Ja, als ob der das weiß, ey, als ob der unseren Kanal guckt, ey. By the way, dabei ist mir aufgefallen, damals hat der Noppi ja auch angefangen, KOTOR 2 zu streamen, nachdem ich das Let's Play dazu begonnen habe. Aber jetzt auch, wenn, aber jetzt mal, selbst wenn er das nicht gewusst hätte, dann hätte er zumindest Krabbe ewig beim Borderlands-Spielen gesehen. Ja. Vielleicht kam er deswegen drauf, so, ne, deswegen, das dachte ich gerade. Ich glaube, das habe ich ihm sogar erzählt, dann. Warte, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er vor seinem PC sitzt, so, Krabbe Borderlands, lass mal zusammen, Steve. Ich würde ja sogar was mit ihm aufnehmen, aber sicher nichts, was aktiv auf 4X-Beziehungen läuft. Soweit kommt's noch. Warum das oder nicht? Heute ist das die Special-Episode mit Bud Noppy. Hallo Daniel, stell dich mal vor. Ja, moinsen Leute. Ja, ne Daniel hier. Ja, ich bin auch auf Twitch zu finden, ne? Könnt ihr mal reingucken. Bud Noppy, ja, ich streame... Ja, scheiße. Diablo 3. Gerade so gar nichts. Ja, ich bin gerade auf Jobsuche mal wieder. Ich habe neulich auf einer Bar auf, wie hieß die Insel noch? Lanzarote? Ja, genau. Ja, ich war noch neulich Barkeeper auf der Dominikanischen Republik, aber ich habe halt in der Dienstzeit ein bisschen Koks gesnifft und jetzt ja, bin ich draußen. Weißt du, ach Mann, so. Grüße an Noppi, gehen raus, Digga. Trotzdem Kacke. Ja, das stimmt. Ach, das ist der Ernest, glaube ich. Ernesto. Ja, das ist der tatsächlich. Alles klar, Krabbe, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Oh. Schalt den Turbo. Komm. Scheiße. Lass. Ich krieg das hin, warte. Oh, Lars! Nein! Warte, ich krieg das hin. Wir wollen uns hier vielleicht erstmal bei Schilden und so umgucken. Nein, wir chillen nicht und umgucken. So, jetzt habe ich die perfekte Ausgangsposition. Ey, Leute, Leute. Der einen Headshot verpeilt. Leute, wo macht man denn einen Turbo? T. Ja, hab ich gedrückt, aber dann kommt bei mir die Konsole auf. Oh, jetzt. Oh, Basti! Kommt bei mir die Konsole auf, ich weiß nicht, was ich machen soll. Tasten umbelegen. Dann probier's mit Tab. Wird schon irgendwas mit T sein, T wie Turbo. Ja, dann gehen wir jetzt mal unter Optionen. Das ist, man muss, es ist eine Tastenkombi, Basti, LT4. Achso. Also ich weiß es auch nicht, wie man's macht, ich stell dir nur Vermutungen auf. Es ist F. F wie Fast Forward. Ja. Ach du Scheiße, jetzt sind die Gegner auch Fahrzeuge? Nein. Was ist das denn für ein Beschiss? Oh, toll! Oh Scheiße, jetzt aber den Raketenwerfer. Ja, das passiert, wenn man halt vorfährt, ne? Ja, das passiert, wenn man die Steuerung nicht kennt. Das ist also, ihr steckt ein ja. Hey Lars, kannst du den Turbo machen? Nur wenn ich fahre. Ja, los geht's. Ja, genau. Ups. Wir sind so super, ne? Vor allem, oh. Dass wir beide drauf warten, dass es losgeht, ne? Wir müssen mal einen Abgang machen, Karre. Weil die Karre ist fast im Arsch. So. Genau. Gut, Lars. Ich ramm die Karre jetzt weg am Benarkon. Sehe grad. Ach, da. Tot. Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Vorne. Hab? Ja, hast du gut gemacht, Maxi. Ja, ich bin ja die treibende Kraft bei Fehlbeziehungen, die wir in der letzten Aufnahme-Session festgestellt haben. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal eine neue Karre generieren, die explodiert hier gleich weg. Oh. Die hat nur noch 3 Leben. Wo ist er? Da. Oh oh.
Da ist unser Auto explodiert gleich. Ja, deswegen, wir sind hier schon an der Station. Ja, aber das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wieso geht das bei euch? Ach, bei euren Hilfe! Ach komm, lass ein bisschen chillen, die machen das schon. Ja. Ist euer Wagen gerade explodiert? Mhm. Ja, mein Wagen, Basti, ist nicht eingestiegen. Oh, toll, Basti. Das ist ja ein Beifahrer, den ich haben wollen würde. Ich war auf einmal draußen, ich bin nicht ausgestiegen. Ja, wir haben ich bin auch auf einmal draußen. Ja, weil die Karre explodiert ist. Haha, so, das sammle ich jetzt ein, du Arschloch. Ha, wie gefällt dir das? Ja, liebe Leute, ihr seht, wie ich jetzt wieder zur Truppe zurückrenne. Basti, irgendwie erfüllen wir das Objective auch gerade nicht, ne? Ja, ich weiß doch gar nicht, was das ist. Was halte ich für ein Gerücht? Ja, ehrlich mal. Hey, wo lauft ihr hin? Ihr seid nicht teamfähig. Ach nee, nur der Lars ist abgehauen. Ah, und jetzt... Ich bin da hinten gespawnt. Nee, und da, und... Jetzt hier, ha! Scorpio Turret, ihr Wichser. Maxi am Verrecken, ihr Wichser. Wo bist du? Ach da. Los, Kraue. Oh, dein Turret ist weg. Oh nein, der Lars ist am Verrecken. Ich auch. Nee. Oh Gott. Nein, ich mach, ob du da im Hintergrund am Rumhusten warst. Ah, ihr Opfer, habt mich nicht bekommen. So, den mach ich jetzt kaputt da, ey. Boah, Alter. Ich hab diesen Schläger gerammt, schon brennt die Karre wieder, weißt du? Muni, irgendwo Muni. So, warte, ich habe eine Waffe aufgehoben, das würde ich mal gern vergleichen. Und das kann man nicht machen, wenn man in der scheiß Karre sitzt. Hm? Basti, warte, ich hol dich ab. Mhm. Hä? Ja, ich gerade auch, kannst du mich erklären? Wer war jetzt überhaupt der Fahrer? Okay, ich habe schon was anderes. War jetzt einer von euch der Fahrer oder war... Nein, hat sich ein Gegner da abgeholt. Das war ein NPC. Ach du Kacke, das geht, dass ich da mit NPCs rumfahre. Nein, das war also ich. Also was du. Okay. Warum Scheiße. Hast du mich ihn nicht wiederbeleben lassen, Mann? Ich bin auch weg. Bang, Digga, hast du das gesehen? Jo. Ich bin Paddington Bär, nee, doch nicht. Es scheint sogar, als müssten wir da hinten in die Richtung, wo ihr gerade seid, also... Ah, das ist halt nicht für ein Gerücht. Ah doch, komm, folg mir, Krabbe. Wir leveln jetzt einfach vor. Da siehst du mal, wir sind wieder richtig gegangen. Ja. Das war... Und die anderen beiden, die gucken sich die Gegend an, was für Ärsche. Ist echt so. Critical. Oh, Bandits killed. Hier, Granate. Hier, Granaten, ihr Homo Sapiens. Hier, Turret. Soziologenkongress, ihr Arschlöcher. Ah! 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 Tschüssi.